Hello, my friends, and welcome back to The Legend of Zelda Breath of the Wild, wo wir diesen Kraftprobenschrein gemacht haben. Habe ich eigentlich meine letzte Fee verkackt. Ich habe meine letzte Fee verkackt. Das heißt, ich soll jetzt direkt dorthin gehen, weil ich ja gesagt habe, dass ich dorthin gehe. Aber ich hole mir noch ein paar Feen einfach, weil ich keinen Bock habe auf Game Over. Und ich bin einfach eh zu dumm. Ich kann mich ja eh hierher porten. Dann gehen wir mal direkt hier. Ich muss ja eh hier hin. Dann können wir gleich zu Impa gehen. Lol. Und dann kann ich noch Feen holen. Nee, aber ohne Witz. Das ist so geplant. Das ist von mir so geplant, Leute. Das ist von mir einfach geplant. Das ist von mir einfach geplant. So. Das habe ich genauso geplant. Eigentlich nicht. So, die Quelle der großen Fee. Da möchte ich jetzt gerne hinlatschen und mir weitere Feen holen, weil ich so noobig bin. Da ist schon wieder so ein Teil. Kann ich das eigentlich auch fotografieren? Oh, jetzt ist es weggepufft. Warum denn? Das ist noch so eins. Kann ich das fotografieren oder nicht? Nee, aber da hinten die Schleichglöckchen oder wie? Die ich nicht mal sehe. Ach, da. Warum nicht dieses komische Etwas? Moment. Ein Rumi. Das ist ein Rumi. Okay. Dann wissen wir das auch schon mal. Die Rubine droppen, wenn man sie anschießt. Kann ich die Feen eigentlich auch fotografieren? Nö. Okay. So, schleichen. Weil ich will mindestens... Ja, hier sind drei mindestens. Das heißt, ich kann dreimal mich schön one-hitten lassen von dem Kack. Wir Feen haben. Feen sind toll. Die brauche ich für meine Sammlung mehr nicht. Jetzt habe ich die Fak... Bin ich eigentlich total dumm oder bin ich dumm? Warte mal, kann ich dann, wenn ich schon hier bin, dann meine Ausrüstung verbessern? So ein Leben als Fee muss auch schön sein, oder? Ja, ich möchte gern verstärken. Ich brauche ein verkacktes Schleimgelee. Das ist ein scheiß Ernst gerade. Moment, aber ich kann hier das Ding hier verbessern. Hier, da. Die Kapuze ist auch ganz schön. So, dann habe ich wenigstens das zumindest. Und bin da wenigstens gestärkt. Um ein paar Punkte. Mich nicht direkt abkratzt. So. Was habe ich sonst eigentlich für eine Stärke jetzt, ne? Ich habe jetzt 4. Und steige hiermit auf 5. Gut, dann nehme ich das hier jetzt erstmal. Weil mir ein Schleimgelee fehlt. Was mal wieder so klar war. Irgendwas fehlt doch immer. Und sonst spawnen die immer direkt, aber ich denke mal jetzt nicht, dass sie mir vor dem Ding spawnen. Ich finde die Feen einfach so witzig. Ich finde die cool. So, direkt anziehen, den geilen Stuff, so. So. Wir sollen eh nach Inpa gehen. Ich habe vor, auf jeden Fall mindestens diesen Schrein dann noch zu machen. Ich habe es ja versprochen, deswegen, egal wie lang dieser Part wird. Und wenn er eine Stunde geht, ja, ich will den noch machen. Wenn ich ihn nicht gemacht habe, dann könnt ihr mir einen an einer Waffe geben. Dann könnt ihr mich schlagen. Deswegen mache ich von mir aus auch einen Stundenpart. Ich will nicht geschlagen werden. Nein, Mama. Hilfe. Da ist die Paya wieder. Oho. Ich habe gehört, Pura hat dich für ihre Arbeit eingespannt. Aber du scheinst es ja gut überstanden zu haben. Oh, wenigstens ein Hauptziel jetzt geschafft. Zeig mal her. Oh, diese Fotos hat ohne Zweifel Zelda vor 100 Jahren aufgenommen. Link müsste dann mindestens über 100 Jahre alt sein. Boah, Link, Mann, bist du ein alter Sack. Wenn du die Orte auf diesen Fotos aufsuchst, kannst du vielleicht dein Gedächtnis zurückgewinnen. Wenn du einen der Orte von den Fotos finden solltest, komm doch einmal zu mir. Ich habe etwas, das ich dir dann geben möchte.
Yep. Diese Fotos möchte ich auch ganz gerne machen. Warte mal, soll ich nochmal mit dir reden? Du erinnerst dich vielleicht nicht daran, aber du bist Ganon bereits einmal unterlegen. Du musst dich sorgfältig vorbereiten. Okay. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie was. Zelda kämpft bis zum heutigen Tag allein mit Ganon. Niemand außer dir kann Zelda retten, kann Hyrule retten. Bitte brich so schnell wie möglich auf. Okay, damit mir das Ziel jetzt nicht die ganze Zeit angezeigt wird und ich da blöd immer hinrenne, machen wir die 4 Titanen. Das sind so die Nebenteile. Eine Nebenquest machen wir so oder so irgendwann fertig. Weil wir da sowieso nördlich, glaube ich, war, sowieso vorbeikommen. Boah, die Karte, ne? Die ist so groß. Gut, dann haben wir da schon mal mit gesprochen, haben leider nur 2 Feen. Was soll's? No risk, no fun, Leute. Wie sagt man das doch immer schön? Muss abgehen. So, angekommen wieder hier bei Mujimu-Schrein. Wo wir zur weiteren Kraftprobe gehen wollen. Ach ja, schön. Mit nur 2 Feen. Aber was soll's. Aber jetzt kann ich da nicht... Kann ich da jetzt so rüberfliegen? Nicht, dass ich da jetzt einfach von Ausdauer... Ja, abkratz. Und wenn... Ah, nee, das müsste eigentlich passen. Eigentlich. Oder? Habe ich zur Not Ausdauertränke? Ja, habe ich sogar. Also, für alle Notfälle habe ich das. Aber wenn ich jetzt hoch oben fliege und dann mich runterplumpsen lasse... Ja, Schrein ist in der Nähe. Ach. Lieber Sensor. Das sehe ich. Und dieser Schrein. Ach ja. Vielleicht wird er mich auch ganz töten, vielleicht. Aber ich weiß schon, dass ich Pech haben werde. Naja, okay, der Kampf damals war auch nicht gerade ohne. Und das sogar direkt ein Krog, wie ich sehe. Jetzt muss ich da... Nö, warte mal, kann ich nicht mit dem Modul da schnell hingehen? Das will ich gerade kurz wissen. Man könnte auch mit dem Boot... Oh, Link. Du solltest dein Parasegel auspacken. Du sollst da hochgehen. Junge. Oh, Link. Manchmal, ne? Ich weiß nicht, echt nicht zu helfen mit dir. Okay. Nein, da schießt ein blöder Oktorok. Ich habe ihn gehört. Ich habe den Oktorok gehört. Ich habe ihn gehört. Ja, genau. Der sieht mich. Der sieht mich direkt, der Sack. Das finde ich nicht nett, nein. Die sind alle gemein zu mir. Dabei mache ich doch einfach gar nichts. Sondern wollte einfach nur den Krog haben. Ich will diesen Schrein nicht. Ich weiß jetzt nicht mal, wie der heißt. Wie heißt denn der jetzt? Der Shazuketa-Schrein. Okay. Warte mal. Damit ich nichts verschwenden muss. Einfach ein paar Bäume fällen. Das macht doch Spaß. Palmfrucht, eine Frucht, die an Palmen wächst. Sie hat keine besondere Wirkung, aber füllt als Kochzutat Herzen auf. So, und das ist noch eine wunderschöne Krabbe. Krabbe, 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 Krabbe. Die Schwertkrabbe, die will ich noch gerne mitnehmen. Vielleicht hätte ich mir noch was zu essen machen sollen. Ach, was soll's. Wir sterben. Das macht doch Spaß. Ach ja. Man merkt einfach, die Schreine laden sich schneller als gewöhnliche Schreine. Und das ist eine Kraftprobe schwierig, also eine Nummer härter. Aber wie gesagt, ich war hier mit 4 oder 5 Herzen. Also 1 oder 2 Herzen weniger. Und ich habe es geschafft. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann bin ich echt inkompetent. Aber das könnte, aber es ist wirklich so oder so. Aber es kann auch daran dann liegen, dass ich, wie heißt, das Aufnahmepech habe. Ja, das sehe ich so an. Weil wenn ich kommentiere und sowas, dann konzentriert man sich einfach nicht. Man denkt immer, ja, das ist doch total Banane, was du da laberst.
Kannst du auch mal übertreiben damit, oder was ist denn los? Was geht denn so, Schnuggi? Kannst du mal irgendwie... Oh, Alter, gehst du mir auf den Sack. Ich kann das nicht timen. Wirklich nicht. Ach, jetzt machst du die wunderschöne Wirbelattacke und fühlt sich toll. So, dann kann ich dich auch mit der Wächterachse schlagen. Ach, warum den da jetzt? Ich habe auch so eine tolle Axt. Findest du sie toll? Ich nämlich auch. Du musst doch nicht immer deine Scheiße da. Deinen blöden Laser da. Den finde ich nämlich nicht nett. Echt nicht. Jetzt macht er die Wirbelattacke wieder. Ah. Ich bin da. Aber auch ziemlich offensiv, muss man sagen. Nein. Halt. Kannst du nochmal sowas machen? Nicht die Axt. Nicht die Lanze. Was? Oh, schieß doch mal. Ich kann das nicht, ey. Gehst mir auf den Sack mit deiner scheiß Drehattacke. Hast du denn nichts anderes zu tun als... Oh, das war voll daneben. Halt, Moment, das war daneben. Halt. Moment. Ach, schieß doch mal irgendwie anders oder so. Mach doch irgendwas anderes. Komm. Hey, das war doch voll perfekt. Das war total perfekt, ne? Das fand ich jetzt nicht nett. Den fand ich eigentlich total gut. Das Spiel sagt, nö. Das ist scheiße. Halt! Hey, das war jetzt unfair. Du hast Laser, das ist immer noch unfair, Alter. Nein, ich habe auch keine. Kannst du mal chillen? Das ist echt ein Problem, ne? Ja, mach halt das wieder. Fühl dich halt geil. Ich mach das so richtig. Who cares? So. Schön defensiv. Nein. Was? Als ob. Wir stehen so. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Komm, wir machen noch die ganzen Säulen kaputt hier. Das findest du toll. Halt. Hey. Ganz ruhig bleiben, ja? WTF, ich bin eigentlich gesprungen, aber ich glaube, das war dann zu spät dafür, glaube ich. Aber er hat mich nicht umgebracht. Ich könnte auch maximal, ja, aber ich will nicht diese, ich will nicht die ganzen Herzen verkacken. Nein, 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 hey. Ich muss mich erstmal wieder konzentrieren, ja? Das fand ich mich nicht nett, was du getan hast. Das fand ich nicht nett. Ich kann eher den Rückwärtssalto, ne? Den kann ich nämlich mehr. Als diesen Seitwärtssprung. Och, komm. Oh, kannst du denn nichts anderes als diese Scheiße da? Hallo, wie geht's? Süß. Ich habe auch noch einen Bogen. Wenn du Laser hast, habe ich Bogen. Hier, ins Auge rein. Hallo. Ach ja, ich mag den irgendwie. Der ist so nett. Der ist so cool. Der ist irgendwie cool. Ich will einen Gegenangriff haben. Ins Auge rein. Ich will einen Langkampf draus haben. Das macht voll Bock. Gerade. Wenn ich dann sterbe, dann gehe ich kotzen. Okay, das Schild zerbricht gleich. Moment. Elektrofeil. Oh! Moment. Ich hab voll daneben. Nein! Moment. Okay, ich hab's ja noch. Okay, ich hab ihn so aus dem Gleichgewicht gebracht. Oh Gott. Wenn die eh gleich so... Boah. Ich glaube, ich habe ihn aber noch getroffen damit. Du machst mein ganzes Ding kaputt. Weißt du das eigentlich? Weißt du das eigentlich? Dass du mein ganzes Scheiß kaputt machst? Jetzt musst du auch noch... Mein Gott. Der macht meine ganzen Dinger kaputt.
Meine ganze schöne Kacke. Okay, dann mach das halt. Habe ich noch eine irgendwie stärkere Waffe? Nö. Mein Gott. Ich weiß jetzt schon, dass mich das bereuen wird. Was ich hier getan habe. Nein! Halt. Scheiße, ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Ich glaube, jetzt habe ich ein richtiges Problem. Ich habe ein Problem. Ein richtiges Problem. Ich nehme mal den Kack noch, ne? Ich nehme mal den Scheiß. Nämlich den... Oh Gott. Den musste ich ja gerade abwehren, gerade. Sonst wäre ich hier draufgegangen. Dann reiße ich eben deinen Rücken auf. Ist mir auch egal. Ach, du gehst mir richtig hart auf den Keks. Die gehen... diese Scheiß, die halten so viel aus. Deswegen macht man sie ja auch nicht so früh, diese blöden Penner hier. Jetzt zerbricht mir auch gleich noch mein Ritterschwert. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Bleib mal kurz stehen. Ich werde das nämlich ins Gesicht werfen. Hallo? Machen wir jetzt hier Drehtanz oder was? Kriegst trotzdem in deinen Arsch. Meine ganzen Teile, diese gehen kaputt. Vielleicht habe ich gar keine Waffe mehr. Und dann? Was ist dann eigentlich? Jetzt mal. Ich frage mich, was dann eigentlich ist, wenn man keine Waffen mehr hat zum Kontern. Ach, leck mich doch. Wirklich hart. Moment. Okay, ich habe jetzt eh keine Dinger mehr. Dann nehme ich gleich Eispfeile und mache was Schönes. Und fuck ihn damit. Richtig. Ab. So. Nehme ich mal diesen Soldaten-Zweihänder. Willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ach, er macht... Nee, er macht das schon wieder. Nein! Ich könnte natürlich versuchen, mit Schild abzuwehren, aber das schaffe ich... Das schaffe ich doch eh nicht. Ich bin eh zu blöd. Und dann geht das mir hier kaputt, oder nicht? Ach, komm. Ich kann es wahrscheinlich eh nicht. Nee. Es war so klar. Ich habe A gedrückt. Aber das ist so schwierig einfach. Bei diesen Pennern. Aber ich bin noch nicht gestorben. Ich habe noch meine Feen. Mann. Das ist so gemein. Jetzt irgendwie... Warte mal, ich könnte auch Angriffsding hier auch nehmen, ne? Das wäre auch meine Idee. Warum habe ich das denn nicht getan? Ich meine, wozu hat man denn diese Tränke? So. Nehme ich halt Angriff, Alter. Moment. Okay. Nein. 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 Hier kriegst du Angriff in deinen Arsch. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. 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 Hui. 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 Hier. So. So, erstmal Schild ausrüsten, falls mal irgendeine Scheiße passiert. So, dann lade ich halt nochmal auf. Dann mache ich halt defensiv, weißt du? Juckt mich dann auch nicht. Ist auch eine Möglichkeit, wenn du das so willst. So. Kriegst du auch diese Waffe gleich. Oh Gott. Auch in den Rachen rein. Ich meine, ich habe ja schon so wenig. Ah. Wow, es hat ein Hit gefehlt. Aber Leute, ihr könnt so machen wie ich. Ihr könnt auch auf defensiv gehen. Wächterschwert plus. Eine extrem versteckte Version des Wächterschwertes. Das auch dicke Panzerungen durchdringen kann. Um diese Wucht aufzubringen, ist es auch erheblich größer.
und Wächterachse. Dank antiker Technologie verfügt diese versteckte Wächterachse über eine Schneidekraft, die man beim Metallklingen vergebens sucht. Ohne Wächterlanze plus plus. Die stärkste Version der Wächter. Ich hab vergessen, ein Foto zu machen. Die stärkste Version des. Ja. Ihre Form ist zum Zustoßen optimiert und die Spitze kann die meisten Rüstungen problemlos durchbohren. Ich hab vergessen, ein Foto zu machen. Ist das toll oder ist das toll, toll, toll? Nein, ist es nicht. Fuck. Aber daran denkt man einfach nicht. Es wird bestimmt noch die ein oder andere Kraftprobe geben, wo ich das nachholen kann. Bestimmt. Oh, Kletterhandschuhe. Die speziell gearbeiteten Fingerspitzen erlauben... Jetzt weiß ich, dass... erlauben kraftsparendes Klettern ohne Haupt zu rutschen. Ja, das war meine Rüstung, wo ich Assassinenlink war. Ah, finde ich schön. Ich habe meine Rüstung wieder. Ah, geil. Aber hier die Kletterhandschuhe, ne? Das ist schon so ein Akt, ne? Aber, ja. So kann man das auch machen, so defensiv sein. Eigentlich kann ich das parieren, eigentlich ganz einigermaßen. Aber bei diesen Wächtern da zum Abschießen, da habe ich das echt nicht geblickt. Weiß ich nicht. Ich habe da, keine Ahnung. Bei anderen Wächtern geht das vielleicht, aber ich bin sowieso ein bisschen, ja, das ist nicht so meins, aber hey. So, dann haben wir den Schrein eigentlich auch hinter uns gebracht. Und es ist nachts. Ach, was eine schöne Luft. Nach dem Kampf. Weiß ich nicht, man hat so einen Kampf hinter sich gebracht. Ah, da fühlt man sich einfach schön. So, ganz hier abseits. Stimmt, hier wollte ich auch mal rüber gucken. Aber jetzt ja ganz... Ich meine, mit den Eissäulen würde es gehen, aber das wäre Krebs, wenn ich das jetzt tun würde von hier hinten. Dann würde ich vorschlagen, dass wir im nächsten Part gehe ich schon mal hier wieder ins Hateno-Institut. Und dann gehen wir hier den ganzen Berg hoch. Und dann gehen wir irgendwann in Richtung diesen Titanen. Also wir machen erst natürlich den hier, den Turm. Und diesen Schrein da. Aber das mache ich, habe ich zumindest in den nächsten Parts vor. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder beim Hateno-Institut. Bis bald.